Wir sprechen heute über das Thema der Mensch und seine Ängste. Wichtig bei den Angstgefühlen ist die Erfahrung und die Gewahrwerdung, dass uns die entsprechende Situation zum Kampf vorbereitet. Das heißt, es werden die körperlichen, hormonellen Dinge eingeleitet, die zu einer starken Aggression fähig machen, also zum Kämpfen. Das ist ein Problem, auch nachher die Ängste abzubauen. Es ist ja so, eine krankhafte Angst zeichnet sich dadurch aus, dass sie erstens ständig da ist, ziemlich keine Auslöser braucht und dass sie nach einer bestimmten Aufregung, Angstaufregung, nicht mehr zurückgeht, was die körperlichen Symptome angeht. Also, das müssen Sie sich klar machen. Im Innern ist eigentlich Ihr Körper auf Angriff, auf Kampf aus. Aber die Angst ist natürlich die des Unterlegenen. Wenn man überlegen ist und Sieger ist, kann man eine Aggression ausleben in der Stresssituation. Aber wenn man unterlegen ist, bleibt einem nur die Angst. Dann zitiere ich mal kurz zwei Sätze von Sigmund Freud. Unbekanntes macht Angst, ganz wichtig. Wir haben Stress, wenn uns etwas überfordert, wenn wir etwas nicht verstehen. Vertrautes beruhigt immer. Natur beruhigt übrigens auch die Gefühle und körperliche Aktion, also Sport. Unbekanntes macht Angst. Was noch wichtig ist, alle Ängste sind Varianten der Todesangst. Das heißt, wenn Sie Ihre Selbsterfahrung machen mit Ihrer Angst, im Kern schlummert dahinter die Angst, überlebe ich oder muss ich sterben? Das sind die eigentlichen Kerngefühle, die aber natürlich dann nur verschoben herauskommen. Heute hat man in der Regel als Therapie die Konfrontation kombiniert mit Verhaltenstherapie. Das heißt, der Klient oder der Ängstliche versucht mit Hilfe die angstauslösende Situation anzunehmen, auszuhalten. Erst in kleinen Schritten, das ist ganz wichtig, soll man sich nicht überfordern. Und sodass man sich also daran gewöhnt und auch das Erlebnis hat, es ist ja, der Kopf wird einem nicht abgerissen, es ist ja erträglich. Das hat auch vor einigen, fast hunderten Jahren Goethe schon mit sich gemacht. Der hatte Höhenangst und dann hat er diese Therapie schon für sich vorerfunden und ist auf das Straßburger Münster geklettert, das ist ziemlich hoch, und ist da oben auch ein bisschen rausgegangen an die Kante. Da hat er aber das gemacht, was wir alle kennen, wenn man schon Höhenangst hat, nicht hinuntergucken, sondern in die Ferne gucken. So, und so hat Goethe sich bezwungen, hat immer wieder das ausgehalten da oben, wo er also kurz vorm Absturz stand, bis im Unbewussten dann die Erfahrung sich niedergeschlagen hat. Das kann man ja aushalten. Also diese Konfrontation, Verhaltenstherapie, das ist heute üblich, vielleicht noch mit Medikamenten oder ohne. Ich bin eigentlich nicht für Medikamente. Und dann gibt es noch die kognitive Verhaltenstherapie. Also da wird auch noch an der Einstellung, an der Vorstellung, an der Erwartung des Menschen kognitiv im Kopf gearbeitet. Das bringt aber nicht so viel. Man muss, also das Erleben ist das Wichtige bei der Angsttherapie. Die Alternative, dass man überlebt, zu erleben. Das ist der Clou. Man muss sich klar machen, schwere Verletzungen, also man spricht von Traumata, ne, Plural von Trauma, in der Kindheit sind nie gelöscht. Die können zwar therapiert werden und überdeckt werden, aber daran müssen Sie sich dran gewöhnen, das müssen Sie akzeptieren. Wenn Sie ein schweres, angstauslösendes Kindheitstrauma haben, dann gibt es immer wieder Trigger, Auslöser, die das Phänomen, den Zustand hervorbringen. Es gibt angeborene Ängste, die sind dann auch nicht krankhaft, also so haben die Menschen so als Evolution vor Spinnen, vor Schlangen, vor Höhe, vor Wassertiefe, vor zu viel Enge. Enge in der Symbolik, in der Traumsymbolik ist immer ein unangenehmes Symbol, also ein Aggressionssymbol. Wenn sie Weite und Freiheit haben im Traum, dann sind sie psychisch gesünder drauf. Also die meisten, oder man muss bei den Ängsten auch noch überlegen, ist es eine Verschiebung oder ist die Symbolik sprechend? Also es gibt ja eine Angst vor einer Maus, es gibt auch eine Angst, nennt man Agoraphobie, vor dem öffentlichen Auftreten, vor dem nach draußen gehen. Die Frage ist, für den Psychologen zu deuten, ist die Maus ein Symbol, was eine gewisse Assoziation auslöst, ein Bild, auch der Marktplatz, die Agoraphobie, die Menge oder der Fahrstuhl, der Tunnel, sind das
Gleichnisse, die mit dem Kern der Urangst zusammenhängen, oder ist es nur eine Verschiebung auf irgendein Objekt, auf den Fahrstuhl der allgemeinen Angst, deren Ursache man nicht kennt? Es ist so, dass in der Regel die Ängste frühkindliche Ursachen haben. Man könnte auch sagen, im Mutterbauch lernen wir die Melodie des Lebens. Also unsere Angstquellen, ich spreche jetzt von übertriebener Angst, die also therapierbar sein müsste, die übertriebenen Ängste, die starken, die unerklärlichen Ängste, stammen in der Regel aus der Kindheit. Sie können sogar vererbt werden, in Anführungsstriche. Das heißt, Angstkomplexe, Traumata, Kriegsereignisse und Ähnliches pflanzen sich in der Sippschaft, in der Macht des Clans, im Unbewussten der Großfamilie fort. Also Komplexe können wandern. Man kann auch als Kind, sagen wir 2-3 Jahre alt, dann spricht man dann vom Pavo Nocturnus, das ist so ein nächtlicher Schrecken, wenn so ein Kind dann mit wahnsinnigen Ängsten aufwacht, dann würde ja man vielleicht oberflächlich sagen, das Kind kann ja noch nicht entsprechendes erlebt haben, ne? Der Traum, wo kommt der her? Der Angsttraum, der nächtliche Schrecken. Doch das Kind kann durchaus auch Traumata, schwere Verletzungen, Angstsituationen aus der Großfamiliengeschichte ausleben. Ne? Das weiß man heute in der systemischen Psychologie, in der Familientherapie kennt man das. Also ich kenne auch solche Fälle, wo irgendeine Frau mit 60, 70 heute Flugangst hat und nicht zu ihren Kindern nach Amerika fliegen kann, obwohl sie es gerne möchte, weil, wenn man richtig hinschaut, damals die Mutter, als diese jetzige Klientin im Mutterbauch war, schreckliche Erlebnisse mit Tiefliegern hatte, zum Beispiel am Ende des Krieges, dann kann sich das so auswirken, dass die 60-, 70-jährige Tochter oder Enkelin eine unerklärliche Angst vor Flugzeugen hat. Also da muss man auch immer dran denken. Die frühe Kindheit ist eben, wenn sie bindungslos sind, wenn die Bindung gestört ist, die Mutter-Kind-Bindung besonders, im Mutterbauch oder danach, wenn sie eine Mutter-Kind-Trennung haben, zum Beispiel, wenn sie in den ersten Monaten allein als Baby in einem Zimmer schlafen mussten und nicht im Bett der Mutter, wenn sie im Krankenhaus waren in den ersten Tagen oder auch in den ersten Lebensjahren, also diese Mutter-Kind-Trennung ist eine Katastrophe fürs ganze Leben. Da beruhen viele Ängste auf dieser Situation, denn wenn die Mutter verloren geht, scheinbar für das Baby, ist das ein Todesurteil, ne, im Unbewussten. Also die frühe Kindheit, das ist sehr wichtig, auch vorgeburtlich. Es gibt natürlich auch Ängste, Mütter, die in der Schwangerschaft nur ängstlich waren, das überträgt sich auch. Dann gibt es die Verletzungen, zum Beispiel wenn Oxytocin, das Kuschelhormon, nicht ausgeschüttet ist. Das heißt, wenn eine Kaiserschnittgeburt stattgefunden hat, statt der normalen Geburt, oder keine Brust bekommen. Also es gibt eine Menge von frühkindlichen Ängsten oder zu der Bindung vielleicht noch nachgetragen. Zur Bindung Mutter-Kind gehört auch die Resonanz. Das heißt, irgendwas, wenn das Baby schreit nachts im Bett oder sonst was, dann muss es eine Resonanz erfahren. Eine Reaktion, dann weiß es, ja, es gibt eine Mutter, die mich hier vor dem Untergang rettet. Also das sind ganz, oder die permanenten Kontinuitätsbrüche, viele Umzüge, Partnerwechsel, die alle für das kleine Kind schockierend sind, unsicher machen, ja, die das Kind unsicher machen. Also die sichere Bindung, das Urvertrauen, auch körperlich, ist eine ganz wichtige Sache, um später vielleicht keine überzogenen Ängste haben zu müssen. Also wenn ich von der Symbolik spreche, wo ich gerade auch von der frühen Kindheit spreche, nehmen wir mal an als Beispiel Tunnelangst, Fahrstuhlangst. Das ist mit einiger Sicherheit, nicht hundertprozentig, beruht das auf einem Geburtstrauma. Die schlagen sich ganz typischerweise in dem Symbol Fahrstuhl und in dem Symbol Tunnel nieder. Aber wer denkt schon daran, dass er seine Tunnelangst aus einem Geburtstrauma hat. Wir müssen uns eben vorstellen, oder wie geht man auch mit seiner Angst um? Man muss es ein bisschen abspalten, hätte ich fast gesagt, oder distanzieren. Das Unbewusste ist ja die Kraft in uns, die uns warnt. Die Angst möchte uns warnen und sagt, geh nicht, das Unbewusste in uns, das kleine Kind in uns, sagt, geh Gott, um Gottes Willen nicht in den Tunnel. Da stirbst du, ich weiß es ganz genau, ich rate es dir, ich empfehle dir, lass den Tunnel. Ich erinnere mich, das sagt das Unbewusste. Sie mit ihrer Rationalität verstehen natürlich mehr
und versuchen, darüber hinwegzugehen. Aber wenn Sie mit dem Bewusstsein an Ihre Angst herangehen, dann lacht das Unbewusste Sie aus. Da kriegen Sie das Unbewusste nicht mit geändert. Also gehen Sie erstmal liebevoll mit Ihrem Angstkomplex. Meinetwegen ist es ein netter, schöner Vogel oder Seelenteil oder ein Hund in Ihnen. Gehen Sie mit dem Angstkomplex liebend und sorgsam um und vertrauen Sie ihm und sprechen Sie zu Ihrer Inneren, zu dem Kind, dem inneren Kind der Angst und sagen, ich verstehe dich, du möchtest mich warnen. Du hast hier Assoziationen bei dem Tunnel oder Fahrstuhl oder bei dieser neuen Reise, die dich an sehr schlechte, an todähnliche Ängste erinnern. Und ich nehme erstmal deine Warnung auf und an. Das Unbewusste ist nicht verrückt, das ist immer genial. Und wenn es also den Menschen vor dem Marktplatz oder vor der Menge zu sprechen oder vor dem Flugzeug warnt, dann will es etwas Gutes und etwas Richtiges, auch wenn es in seiner Symbol- oder Kindersprache denkt. So, das ist also ganz wichtig, da gibt es auch entsprechende Therapien oder Bücher darüber, dass Sie sich liebend mit der Stimme in Ihnen, das ist im Grunde eine Kleinkindstimme, auseinandersetzen, die Sie warnen möchte vor dem Tunnel, weil dieses Unbewusste weiß, hat Erfahrungen, ne? Die haben Sie natürlich vergessen, sind verdrängt, hat Erfahrungen, dass es in so einem verdammten Tunnel um Tod oder Leben geht. So, also seien Sie nicht arrogant mit Ihrem Ich-Bewusstsein, sondern hören Sie auch, erstmal hören Sie auf Ihr Unbewusstes. Es ist eine liebende, helfende Stimme und warnt Sie natürlich auch leider übertrieben. So ist das aber immer, so reagiert das Unbewusste. Später ist es übertrieben, auch in Partnerschaften übertreiben wir, weil die unbewusste Stimme spricht. Jetzt denken wir nochmal gerade an eine typische Angst, die Prüfungsangst. Da sind ja, oder auch Abschlussangst, ne? Wenn Studenten sich nicht zum Examen melden, den Schritt nicht tun. Und manche Schüler aber sind ja auch ganz gut, aber versagen in der Prüfung, da kommt ein wahnsinniger Stress. Das ist auch eine vergleichbar mit einer Erstsituation, könnte man fast sagen, mit dem Auftreten auf der Welt. Aber ich will es nicht jetzt im Moment zu tiefsinnig ergründen, weil es ist auch immer individuell. Ich will nur kurz erwähnen, was es für eine interessante Therapie gibt bei Prüfungsangst, nämlich die sogenannte paradoxe Intention von Viktor Frankl, einem österreichischen Psychologen, der empfiehlt, paradox vorzugehen, also nicht mit positiven Bildern und Suggestionen sich einzureden vor dem Abend der Prüfung oder am Abend vor der Prüfung, dass man ja gut wäre und gelernt hätte und keine Angst zu haben braucht, sondern man lässt diese innere, rasende Prüfungsangst ausleben. Man spült sie nach außen, man tanzt herum in der Bude, in der Wohnung oder vielleicht auch mit einem Therapeuten und schreit alles das sich von der Seele, was als Schlimmstes passieren könnte. Also Versagen, Scham, Schande und was weiß ich, rausfliegen und wie auch immer zurückgeworfen werden. Also was passieren könnte, wenn man bei der Prüfung total versagt, das kommt ans Tageslicht und wird wie in einem Rollenspiel exzessiv ausgelebt. Und das scheint ja paradox zu sein. Aber das nimmt den Bann von der Prüfungsangst. Denn es ist ja so, das wissen Sie alle, je mehr Sie vermeiden, an die Katastrophe der Prüfung zu denken, umso sicherer ziehen Sie sie an. Also was man versucht abzuwehren, hat ja eine verdammte Anziehungskraft. Also paradoxe Intention. Dann möchte ich noch zum Schluss sprechen von den Albträumen. Die Albträume, denen können wir dankbar sein, das sind Wahrträume. Sie erzählen uns, wo die Quellen unserer Ängste liegen. Sie müssen sich das vorstellen, der Albtraum möchte ein unbewältigtes Erlebnis darstellen, sich bewusst machen, irgendwann noch dadurch abtun können in die Datei oder in irgendeinen Ordner. Also produziert er das, ausgelöst von Tageserlebnissen, produziert er die Szenerie, die uralte, wo ich fast unter der Eisenbahn oder in der Eisenbahn gestorben wäre oder wie auch immer, produziert das, zieht sich, erklärt dem Träumer das, was vorliegt, warum er so eine Angst hat. Und dann ist es oft so, dass der Albtraum am Ende aber das Finale auslöst. Er bricht ab. Das ist schade, leider, denn am Ende des Albtraums, das ist das sogenannte Traumfinale, käme die Lösung, käme die Antwort, wo meine Ängste liegen. Aber auch selbst im Traum ist es wieder unerträglich
und zu angstbesetzt, sodass der Albtraum also am Ende abbricht. Und dann gibt es das Phänomen, dass die Menschen vielfach wiederkehrende Albträume haben, die mit immer wieder ohne Ende sind. Und dann hilft es nur Folgendes, nicht zu denken, der Albtraum ist Quatsch, den will ich weghaben, sondern der ist eine Wahrheit. Dann geht man da hinein und spielt sich das Ende des Albtraums vor, auch wieder im Rollenspiel, exzessiv, lebt aus, was am Ende am schlimmsten kommen könnte. Da geht es meistens um tabuisierte Aggression oder auch um todähnliche Themen. Also nutzen Sie den Albtraum als Quelle für die Aufklärung über Ihre Ängste, aber dann müssen Sie das fehlende Ende des Albtraums im Theater, im Drama, im Rollenspiel nachspielen und exzessiv erleben. Dankeschön. Ja, sowohl bezüglich der Ängste als auch bezüglich der Beziehungen hole ich mir meine Informationen aus dem Traum. Das Unbewusste ist unbestechlich. Der Traum ist eine gewisse Wahrheit. Er ist reine Natur und er lügt nicht. Und da lasse ich mich anregen zu den Alltagsthemen.